Größe wird immer damit identifiziert, dass du stark bist, ja? Ja, dass man die Sprüche drücken kann. Und das ist halt das Problem, dass das ja eigentlich nicht so ist. Herzlich willkommen zum Lifeline-Kanal. Ich bin heute hier mit Dirk. Dirk ist 2,20 Meter groß und der größte Mann Deutschlands ist 2,24 Meter groß. Das heißt, Dirk gehört zu absolut den größten Menschen Deutschlands und nicht nur das, sondern weltweit gehört er zu den größten Menschen. Dirk, danke, dass du heute da bist. Sehr gerne, Michael. Danke für die Einladung. Um die Frage einfach gestellt zu haben, welche ist denn die nervigste Frage, die als allererstes kommt? Die häufigste Frage ist wirklich einfach nur, wie groß bist du? Und dann sagst du? 2,20 Meter. Was ist die zweitnervigste Frage? Die Frage, die danach häufig gestellt wird, ist, spielst du Basketball? Spielst du Basketball? Nein. Wie würdest du dann sagen, ist das Leben als großer Mensch dann wirklich anders? Was ist denn so eine typische Sache, die dir jeden Tag irgendwie passiert? Wenn du halt in Gedanken bist, stößt du dir mit dem Kopf an. Ich würde mal grob sagen, in der Woche vielleicht 3-4 Mal. Wenn ich im Supermarkt stehe und mir irgendwelche Schilder im Gesicht hängen, Lampen, die im Weg sind. Die meisten Betten sind zu kurz. Wie ich aus dem Fenster schaue zum Beispiel oder meistens auf irgendwelche Türrahmen gucke, wenn ich jetzt auf ein Konzert oder sowas gehe, stelle ich mich nicht in die erste Reihe. Ja, die 10 Leute, die jetzt hinter mir stehen und die Bühne nicht mehr sehen, ja, und dementsprechend bin ich eher so derjenige, der im Randbereich, im hinteren Bereich steht. Wenn ich in der Schwimmbadumkleide bin... Kannst du bei Schwimmbadumkleiden drüber schauen? Ja. Oh Mann. Ich kann, aber ich mach's nicht. Hast du schon mal beim durch die Tür laufen darüber nachgedacht, dass du dir den Kopf anhauen könntest? Ich glaube nicht, oder? Aber ich jederzeit und gefühlt vielleicht 50, 60 Mal am Was Tag. Was gibt es da für Gangwege? Wie du da durchkommst? Ja, entweder mache ich einen Ausfallschritt, gehst einen Schritt in die Knie und tauchst unten drunter durch. In der Regel reicht es, wenn du den Kopf nach vorne senkst und die Schulter ein bisschen absenkst. Also, du bist gut drauf, dann wird Limbo getanzt? Ja, wir bräuchten jemanden, der so Bongos spielt. Wie sehen die Regale von oben aus? Sehr staubig meist. Also meine nicht, aber bei anderen Leuten schon. Und in Läden, wie sieht es da oben aus? Meistens eigentlich ordentlich. Also es gibt eine ganz lustige Situation. Ich war in einem Lebensmittelmarkt einkaufen. In der Regel ist es so, dass ich als großer Mensch einfach über Regale drüber schauen kann und sehen kann, was in den nächsten Regalen schon steht. Wenn du dir gerade jetzt irgendwo eine Dose Erbsen aus dem Regal rausnimmst, ja, sie in deinen Korb legst und dann natürlich gerade ausguckst und dann plötzlich ein Kopf auftaucht. Und dann überlegst du einen kurzen Moment, steht da jetzt ein Mitarbeiter auf so einem Hocker und räumt das Regal ein? Was bestimmt auch oft vorkommt. Was auch oft vorkommt. Oder ist es jemand, der genauso groß ist? Und dann war da wirklich jemand, den ich anfixiert habe, wenn ich in die Augen gesehen habe und wir beide parallel den Weg lang gegangen sind und es dabei beobachtet haben und vorne zusammenkamen und dann war es halt ein Kerl, der auch irgendwie 2,10 Meter, 2,15 Meter groß ist. Und dann lachst du dich an und dann fällst du dich auch teilweise bei Leute, die dich dann einfach in den Arm nehmen oder sowas. Krass. Dirk, weißt du, wie viele Leute es in deiner Größe gibt? Nee, weiß ich nicht. Aber was interessant ist, es gibt einen Club, der ausgelegt ist auf große Leute. Ja, der heißt Club der langen Menschen. Ja, das ist halt ein Club von Menschen, die sich, sag ich mal, einmal im Monat trifft. Da sind die Frauen 1,80, also ab 1,80, die Männer ab 1,90 und dann kann sich halt, sag ich mal, über Themen austauschen, über die du halt sonst nicht so mit Leuten sprichst. Eigentlich müsstet ihr alle in eine WG ziehen. Ja, in so eine WG der Großen. Weißt du? Die Türen sind erstmal 2,50 Meter. Ja. Hoch. Dann habt ihr dann so Tischhöhe. Was ist perfekte Tischhöhe für dich? Ja, so 90, 95 Zentimeter. Was passiert, wenn du dich an einen normalen Tisch setzt? Wenn ich mal einen normalen Tisch setze, ist es meistens so, dass ich meine Beine so weit nach hinten ziehen muss, dass ich gefühlt nur noch auf den Zehenspitzen stehe. Und wenn ich meine Beine gerade, also in den 90-Grad-Winkel bringen will, dass ich mir beim Oberschenkel die Tischplatte hochhebe und der Tisch dann schräg steht. Ist es mal passiert, dass dann alle Sachen runtergefallen sind? Okay. Man will ja auch am Tisch mit anderen Leuten sitzen. Ja. Eigentlich bräuchst du einen Tisch, der so komplett normal ist und dann wieder runter. Ja. Sonst könnte man doch mal bauen, so einen Dirk-Tisch. Ja, wir könnten doch mal den Dr. Daniel Düsentrieb fragen. Ja, da komme ich nämlich zu einer ganz wichtigen Frage. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, wir sind ja hier ganz zufällig bei den Real-Life-Guys zu Hause und es gibt diese dezente Rutsche mit Rampe. Ja. Sprich, wenn du da jetzt runterrutschst, hast du da Bedenken, dass du ein bisschen weiter fliegst oder glaubst du, weil du schwerer bist, fliegst du nicht ganz so weit? Also ich bin nicht so super gut in Physik, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich drüber hinausschieße und hinten irgendwo hinter dem Pool lande. Wir können es ja vielleicht nach dem Video nochmal probieren. Also vielleicht trauen wir uns nachher nochmal zu rutschen. Also ich habe so eine Schiss. Wo findest du Kleider und Schuhe? Also in verschiedenen Online-Shops für Übergrößen und in Frankfurt gibt es einen, sag ich mal, Herrenausstatter, wo ich hauptsächlich Jeans, lange Jeanshosen kaufen kann. Da gibt es nicht so die größte Auswahl, aber ich, wie du siehst, habe ich ja Schuhe an den Füßen. Darf ich mal meinen Fuß an deinen halten? Dann kannst du mich deinen Fuß mal dran halten. Krass. Das ist halt so das Ding, ich würde sagen, ich habe so diese typische Frauengröße. Ja. Ich gehe in den Schuhladen rein,
ich sehe ein paar Schuhe, die mir gefallen und kann sofort sagen, okay, nehme ich mit, weil meine Schuhgröße gibt es immer. Ja. Das ist ja sowas, was du gar nicht kennst, auch mit Kleidung nicht. Nein, ne? Du kannst dich ja dann gar nicht richtig entfalten und sagen, ich möchte einen gewissen Stil verfolgen. In der Regel kann ich dort zwischen ein oder zwei Jeanshosen auswählen und zwar zwischen heller oder dunkler. Und das ist es dann auch. Und die sind auch in der Preisklasse so, dass ich sage, ich kaufe da eine Hose und dann erstmal keine mehr. Also würdest du sagen, schränkt dich deine Größe schon irgendwo ein? Ja, davon abgesehen ist, dass ich ein Auto habe. Ja, ich müsste mit Bus, Bahn, Flugzeug etc. durch die Gegend kommen. Ich habe nirgendwo Platz. Also die Beinfreiheit in Flugzeugen ist ja bekannt. Und wie machst du das dann? Ich bin, seitdem ich glaube ich 13 oder 14 bin, nicht mehr geflogen. Deswegen? Ja, wegen der Größe. Das hat mir mal jemand erzählt, dass ich vielleicht auf so einen Notausgangsplatz kann. Den muss man aber vorher reservieren. Aber dann wurde mir von der anderen Seite erzählt, dafür wäre ich zu groß, weil derjenige, der dort sitzt, sollte im Notfall auch in der Lage sein, die Tür zu öffnen. Und dann hieß es, es gibt wohl Richtlinien, die sagen, du darfst maximal 2 Meter groß sein, weil sonst bist du zu groß, um, keine Ahnung, so eine Tür zu öffnen. Wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, im ICE gibt es einen bestimmten Platz, wo nebendran kein Platz ist. Da ist aber so ein einzelner Sitz. Da klappe ich an der Seite die Lehne raus, drehe mich um, lehne mich mit dem Rücken an die Zugwand und strecke dann meine Beine aus. Auch im Bus versuche ich entweder im Gang zu sitzen, im Viererblock zu sitzen oder ich nehme halt 2 Plätze ein. Das geht nicht anders. Aber auch wenn ich jetzt am Bahnhof stehe, um mir so ein Ticket zu ziehen oder ich bin am Geldautomaten, möchte Geld abheben. Es ist halt alles, sag ich mal, von der Größe her nicht auf große Leute ausgelegt, sondern so auf die Durchschnittsmaßen. Ich stehe überall gebückt und versuche da irgendwie meine IBAN und meine PIN einzugeben. Geht es dann nicht auch sehr auf den Rücken, wenn du dich ständig bücken musst? Ja. Heißt chronischer Rücken, was dazu geführt hat, dass ich sehr lange krank war und auch dann irgendwann in Reha war. Die Reha zu finden hat sehr lange gedauert. Ich hatte, glaube ich, 2 der 3 Kliniken, die dann abgesagt haben. Weil du zu groß bist? Ja, weil sie gesagt haben, dann, wir haben kein Bett für sie. Bis die 3. Reha-Klinik irgendwann gesagt hat, ja, wir zimmern hier was zusammen und dann hatten sie ein großes Bett gehabt und haben noch ein 2. da vorgestellt. Heißt auch normale Hotelzimmer? Geh nicht. Nee, ich buche meistens Doppelzimmer und lege mich quer ins Bett. Oder buche, wenn es nicht anders geht, auch mein Einzelzimmer und gucke, ob ich mir irgendwie einen Stuhl oder sowas da vorstelle. Verrückt. Das ganze Umfeld ist einfach nicht auf die Größe ausgelegt und dementsprechend musst du dich überall ein bisschen einschränken. Als wir uns kennengelernt haben, ich meine, hier, wenn wir uns umarmen, darf ich dich mal umarmen? Ja, natürlich. Ich muss mit der Lampe aufpassen. Dass ich dich einfach immer am Bauch umarmen darf. Ja. Aber ich finde es eigentlich schön, oder? Oder findest du es komisch? Nein, das ist voll in Ordnung. Ich beug mich auch meistens aber runter. Ich meine, gut, wir sind jetzt wirklich nur befreundet, aber ich stelle mir das, wenn ich jetzt deine Freundin wäre, dann wäre das mit dem Kuss schon interessant, oder? Ich weiß jetzt, du wartest noch auf deine Traumfrau und ich bin mir sicher, irgendwann kommt sie noch. Ist die dann über 1,80 oder sagst du, Größe spielt keine Rolle? Größe spielt keine Rolle. Heißt, du könntest dir auch vorstellen, mit einer kleinen, wüchsigen Dame eine Beziehung einzugehen? Wenn der Charakter am Ende passt und wenn es menschlich passt. Und sie keine blöden Fragen stellt im ersten 5 Minuten des Kennenlernens. Vielleicht lasse ich dann trotzdem drauf ankommen. Erlebst du das so, dass Frauen dich als attraktiver wahrnehmen oder denkst du, dass ab einer gewissen Größe das auch Frauen schon wieder abschreckt? Ja, ich glaub eher Zweiteres. Echt, dass ich dann schon wieder zu groß bin. Ja, also wenn du sagst, ich möchte einen großen Mann, möchte ich einen Mann haben, der vielleicht zwischen 1,90 und 2 Meter ist, aber noch nicht so ins Extreme geht. Aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie groß rausgeht und irgendwie auf Feiern geht, viel unter Menschen geht, um die Chance zu haben, Leute kennenzulernen. Das ist auch so ein Punkt der Größe einfach. Ich sage gerne immer, ich bin ein unbekannter Prominenter. Ja, jeder möchte ein Foto mit mir schießen, weiß aber nicht, wer ich bin. Krass. Deswegen, ich mag halt keine großen Volksfeste oder sowas, weil du halt einfach von allen Seiten angestarrt wirst. Also das heißt, du kannst nicht einfach auf ein Fest gehen und einfach Dirk sein, sondern Leute sprechen dich die ganze Zeit an, machen ein Foto und ziehen machen weiter. Fotos mit dir, krass, machen einfach so Bilder mit dir, auch wenn du das gar nicht möchtest. Die stehen dann irgendwie mit den Handys da und versuchen irgendwie ein Selfie mit dir zu schießen, dass du im Hintergrund drauf bist. Und gerade auf Festen, wenn die Leute was getrunken haben, ist halt diese Hemmschwelle, Leute anzusprechen, noch niedriger. Und deswegen meide ich, ehrlich gesagt. Also jeder denkt, er ist der Einzige, der das macht. Genau, jeder ist der Einzige, der das... Ja, du kannst noch einmal diese Frage beantworten, aber ich beantworte diese Frage, wenn ich auf einer Feier oder sowas unterwegs bin oder auf Konzert unterwegs bin, dann beantworte ich diese Frage halt 100-200 Mal am Tag. Das ist ja auch was man so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man diese Fragen stellt. Wünschst du dir in der Hinsicht mehr Rücksicht, dass Leute vielleicht sagen, das nächste Mal, wenn ich eine Person sehe, die sehr auffällig ist durch irgendein äußeres Merkmal, dass sie nicht auf die Person zukommen? Ich finde schon, so ein bisschen Rücksichtnahme wäre angebracht. Also jetzt vielleicht auf einem, nicht unbedingt auf einem Fest, ja, da verstehe ich es. Die Menschen sind ausgelassen, wollen feiern und dann stellen sie halt mal Fragen. Aber
Ich schaffe es ja in der Regel nicht mal einkaufen zu gehen, ohne angesprochen zu werden. Krass. Kennst du bestimmt selbst auch. Du kommst irgendwie von der Arbeit und hast nur noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit einzukaufen, schnell heimfahren, Essen machen und hast eigentlich keine Lust. Du rennst durch den Markt, packst die Sachen in deinen Korb, willst zur Kasse und wieder raus und wirst dabei aufgehalten, angesprochen, angestarrt. Ist es so, dass du das Gefühl hast, du bist für andere einfach nur der Große? Das ist so das Stigma, das ist deine Identität? Ja. Genau. Stört dich das manchmal? Ja. Du wurdest bis halt immer darauf herabreduziert, der Große zu sein. Und das ist lustig. Und Größe wird immer damit identifiziert, dass du stark bist. Hm. Dass du viel abhaben kannst, dass man dir Sprüche drücken kann, dass du einfach ein harter Kerl bist. Ja? Das erwartet man halt von kleinen Leuten nicht. Ja? Die sind klein und zierlich und am besten nicht ansprechen. Und du bist halt groß und dementsprechend musst du damit leben können. Und das ist halt das Problem, dass das ja eigentlich nicht so ist. Was sind denn Spitznamen, die dir oft gegeben werden? Riese, langes Elend. Langer Lulatsch, Hagrid. Wer ist das? Hagrid. Kann mir jetzt so einen Sound einfügen? Dum, dum, dum. Harry Potter? Der in der Hütte lebt? Ich habe noch nie Harry Potter geguckt. Ich glaube, wenn jetzt jemand kleinwüchsig ist, dem ich begegne. Den würdest du nicht ansprechen, oder? Ich glaube, die meisten Leute. Du bist aber klein, können wir mal ein Foto machen? Ja. Die meisten Leute hätten den Respekt und wüssten, hey, wahrscheinlich wird die Person selber damit oft genug konfrontiert. Bei den meisten Leuten bin ich aber auch einfach erstmal der Große und der Starke, weil das so erwartet wird und es gibt halt so Gelegenheitsbekanntschaften und die glauben das. Und in meinem Freundeskreis, ja, bei denen ich halt einfach ich sein kann und auch mal Mensch sein kann und auch mal sagen kann, was scheiße ist und dass es mir nicht gut geht. Ich wünsche mir manchmal eigentlich, dass die Welt irgendwie einen Tag blind ist oder ich einen Tag unsichtbar, dass ich halt einfach einkaufen gehen kann oder was machen kann, ohne dass mich jemand anspricht. Ich will das nicht komplett vergleichen, aber wenn wir jetzt das Thema Rassismus nehmen, die Parallele, die beides trotzdem hat, ist ja, dass du deine äußerlichen Merkmale nicht ablegen kannst. Du kannst deine politische Einstellung verschweigen, du kannst verschweigen, ob du Fleisch isst oder ob du geimpft bist. Ja. Deine Größe, deine Hautfarbe und so weiter kannst du nicht ablegen. Es gibt ja andere Menschen, die haben auch äußere Merkmale oder irgendwas, sei es, ich sitze im Rollstuhl und ich bin besonders groß, ich bin besonders klein, ich habe eine sehr auffällige Nase. Wie denkst du, geht man damit um, dass man immer auf diese Sache stigmatisiert wird? Was hat dir geholfen? Das einfach anzunehmen. Also mich anzunehmen und zu sagen, ich bin so, wie ich bin, richtig. Und irgendwer oder irgendwas hat mich ja dazu gemacht oder dazu gebracht und so geschaffen, wie ich jetzt hier stehe. Hm. Und ich denke mir, es hat ja auch vielleicht auch einfach einen tieferen Sinn, groß zu sein. Ja? Vielleicht hat es wirklich was mit meinem Schicksal oder mit meinem Leben zu tun. Und wenn es dazu beiträgt, einfach aufzuklären oder Leuten einfach zu sagen, jüngeren Leuten zu sagen, bleib dabei und zieh dich nicht so weit zurück. Das ist auch so ein Punkt, der mir eigentlich wichtig ist. Ja? Weil ich selbst weiß, dass ich als Teenager mich sehr zurückgezogen habe, dass jüngere Leute jetzt nicht so das Gefühl haben, ich muss mich zurückziehen in mein Schneckenhaus und dann rausgehen und die Größe annehmen und sagen, ich bin so, wie ich bin und ich bin richtig so, wie ich bin und das einfach leben. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Ja, und dass halt das Aussehen, wie gesagt, keine Rolle spielt, ja, und wir hier auch alle irgendwie mit einem Kartoffelsack sitzen könnten, ja, und mir der Mensch, der drin ist, viel wichtiger ist als das, was er irgendwie hergibt oder was er versucht zu zeigen. Und dann ist ja auch schon interessant, bei dir ist jetzt was sehr Extremes und du kannst dich so gut annehmen, was echt mega ist. Ja. Und dann haben manche was Kleineres, sei es ein bisschen große Ohren, ein bisschen große Nase und können sich da schon nicht annehmen. Ja. Das finde ich halt so krass, dass in unserer Gesellschaft gerade Diversität so hochgehypt wird. Ja? Ja. So ist es toll, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und am Ende will aber jeder Einzelne für sich dann doch so dieses Standardding haben. Ja. Das ist aber auch, wie gesagt, bei mir so ein Prozess gewesen. Ja. Ich war mal an einem sehr tiefen Punkt und musste mich da irgendwie selbst rauswühlen und habe mich da rausgewühlt. Bin mittlerweile so auf den Punkt angekommen, wo ich einfach sage, ich bin froh, so zu sein, wie ich bin und ich bin mit mir selbst zufrieden und bin ja so gemacht worden aus einem bestimmten Grund und dementsprechend nutze ich das einfach und spreche halt anderen Menschen Mut zu. Danke, Dirk, für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für deine Geschichten. Ich hoffe, da kommt noch ganz viel dann auch auf dem Instagram-Kanal. Ja. Danke auch fürs Zuschauen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denn alle hier arbeiten ehrenamtlich für den Kanal, dann schaut doch gerne in unserem Shop vorbei. Dort gibt es auch richtig schöne Hoodies. Oder ihr könnt euch hier melden bei der E-Mail-Adresse, denn wir suchen noch Leute fürs Team. Oder ihr tut dem Video einfach einen Daumen hoch schenken, kommentiert es, abonniert den Kanal und bleibt einfach am Ball und schaut, was es in Zukunft so alles zu sehen gibt. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wir haben hier jetzt live zu Gast Professor Dr. Daniel, der sich ganz gut mit Unfallgefahr auskennt und auch da einige Expertisen bereits durchlebt hat. Daniel, was sagst du, Dirk, überlebt er die Rutsche? Die Rutsche ist gebaut zum Überleben, ja. Wie tief ist das Becken?
1,30 Meter. Das heißt, ich versuche einfach mit dem ganzen Körper zu landen, da tauche ich nicht so tief Das ist echt so entweder Bauchplatscher oder Genickbruch, ne? Wow, okay, danke. Daniel, du darfst noch mal kurz. Dirk wird gleich die Rampe ausprobieren und wir sind immer noch gespannt, wie weit er fliegen wird. Nee, ich glaube nicht. Wir können dich aber mit dem Seil langsam runterlassen. Hilla. So, jetzt hier ganz oben. Das ist hardcore, mir geht richtig die Pumpe, ey. Oh Mann, Dirk, du bist echt mutig. Ich hab richtig Angst um dich. Ich hab dir jetzt nicht gesagt. Oh, ist das krass! Ich hatte Angst um dich. Oh.